Tag, hi. Also, es geht heute wieder um Filz und zwar super einfache Filz für den Anfänger. Okay, also, bis gleich. Jo, hi, ich bin Thorsten von Grooveparade und wie ihr im Intro gehört habt, ging es wirklich um ein super einfaches Fill, ganz, ganz super schnell in den Groove einzupflegen und deswegen am Anfang so langsam und dann auch ein bisschen schneller. Und zwar, wenn ihr das allererste Video gesehen habt, was ich hier oben nochmal hier da verlinke, wie spiele ich schnelle Fills, zugegeben, das war nicht ganz für Anfänger, aber es ist der Start. Und zwar, es geht ja um diese vier gleichmäßigen Schläge und die setzen wir an, die spielen wir erstmal auf der Snare. Und zwar nehmen wir einfach einen ganz normalen Vier-Viertel-Groove. Ganz kurze Wiederholung, ich mache es in schnell. Wir nehmen den, der ist unspektakulär, funktioniert aber immer. Und wir spielen dieses hier dreimal. Wir können auch erstmal gern zur Übung den einmal nur spielen. Löschen praktisch auf Zählzeit 4 und 4 und. Also praktisch das. Die Snare und die Hi-Hat. Wir löschen das und ersetzen es praktisch durch die vier Schläge. Klapperschlange oder Cappuccino. Ne? Klapperschlange oder Cappuccino. Also wirklich ganz leicht. Ich mache es in super Slow Motion, damit man da klarkommt. Okay. 1, 2, 3 und 4 und. Das wäre normal, ohne Fill-In, jetzt mit Fill-In. 2 und 3 und Klapperschlange. 1, 2, 3 und Klapperschlange. 1, 2. Cappuccino. 3 und Cappuccino. 1, 2, 3 und 4 E und A. 1 und 2 und 3 und 4 E und A. Jetzt bin ich mal ruhig. Okay, Prinzip ist easy, ist verstanden, alles klar. Könnt ihr jetzt mal ein bisschen schneller zocken. Okay, auch verstanden, auch einfach. So, jetzt gehen wir kurz hin. Und das machen wir beim Schlagzeug generell. Könnt ihr euch generell vormerken oder auch für euch generell immer überlegen, okay, cool, wie kann ich jetzt das, was ich hier habe, die Grundfigur instrumentieren? Instrumentieren heißt, der Handsatz bleibt der gleiche, aber wir spielen unterschiedliche Oberflächen am Drumset. Das ist völlig wurscht, machen wir es aber erstmal stufenweise einfach. Das heißt, vier Schläge geteilt durch zwei, zwei Snare, zwei Tom. Auch wieder langsam, easy going. Okay, super easy, könnt ihr jetzt auch schneller hochziehen, muss ich glaube ich nicht vorspielen. Das Ganze muss man natürlich ein bisschen, muss man üben, diese Bewegung hier, Muskelgedächtnis, ne, man muss ja hier hin. Manchmal, wie hier jetzt in dem Beispiel, wäre meine Hi-Hat einen Tacken zu tief, weil ich hier Mikrofone aufgestellt habe, das heißt, ich könnte es jetzt eigentlich ein bisschen höher machen, damit ich hier vernünftig drankomme, okay? Macht es stufenweise, stückchenweise, mit Metronom, super langsam. So, jetzt haben wir zwei hier gehabt, zwei da. Das muss natürlich nicht das Tom sein, das kann auch dieses Tom sein, ne? So, machen wir erstmal langsam, weil wenn wir nur die Hi-Hat spielen, müssen wir von da wieder nach hier, ne? Also. Das heißt, wir müssen das Timing-mäßig einplanen, hier rüber zu gehen. Okay, so, mehr kommt jetzt in diesem Tutorial nicht. Ciao.